Mir wurde mal gesagt, man soll das Jahr immer mit positiven Dingen starten. Missing Children. Tut mir leid. Ein Spiel von Chilas Art. Ihr wisst, ich mag Chilas Art. Welches wir komischerweise noch nicht gespielt haben. Okay, da gibt es einige, die wir noch nicht gespielt haben. Aber erstmal. Gut siehst du aus im Jahre 2024. Hast du irgendwas an deiner Haut gemacht? Das sieht Wahnsinn aus. Frohes neues Jahr dir. New Game. Und das Ganze ist mal wieder ein längeres Spiel. Wer ruft so früh an? Was ist denn das für ein Bild? Hallo? Sato, es ist schon so lange her. Oh hey, echt lange. Yamada ist da, oder? Ja, das ist mein Name. Ich habe gehört, du bist ein Bully-Detektiv geworden. Bully-Detektiv? Yo, lass mich das mal googeln. Bullies sind Leute, die dich mobben. Und ein Detektiv ist ein Detektiv. Was ist denn ein Bully-Detektiv? Ich habe davon noch nie was gehört. Ich kann deine Entscheidung verstehen, vor allen Dingen nach dem Unfall. Ich fühle mit dir. Aber genau deswegen wollte ich mit dir darüber reden. Ich denke, du kannst uns beiden daraus helfen, wo wir gerade durchgehen. Die Details erkläre ich dir persönlich. Ich warte auf dich bei Nekome. Wir sehen uns. Ey, der andere Typ hat nicht mal bestätigt, dass er hundertprozentig kommt. Man legt doch nicht einfach so auf. Das sieht nice aus. Wir sollen mit F ein Flashlight haben. Ja, ist jetzt nicht das beste Flashlight. Aber zumindest etwas. Ist das hier Nekome? Hier ist die Polizeistation. Ist es ein Zufall, dass wir direkt vor der Polizeistation... Oh, wir können hier reingehen. Was bewachst du, mein Freund? Die Toilette? Danke, dass du gekommen bist, Sato. Also, um es einfach zu machen. 3 Junior Highschool Studenten werden vermisst. Aber wir denken, diesmal ist es kein Fall von Kidnapping. Eines der Eltern von einem Kind hat eine Konversation mitbekommen an dem Tag, wo sie verschwunden sind. Funahashi sollte dir hierbei helfen können. Er kann frech sein, aber bitte sei nicht zu gemein zu ihm. Er sollte eine Pause hinter diesem Gebäude machen. Und eine weitere Sache. Wenn du sichern willst, komm zurück und rede mit mir zu jeder Zeit. Okay. Ich verstehe, wir sind der Detektiv. Und von der Polizei... Ich mach das Flashlight aus. Tut mir leid, was ich gesagt habe. Eigentlich ist das Flashlight besser als gedacht. Wir sind der Detektiv und wir sind beauftragt worden, die Kinder zu finden. Wie komme ich denn auf die Rückseite des Gebäudes? Diese Tür... Du sitzt da, als würdest du auf den Bus warten. Und dein Gesicht ist... Alter, dein Gesicht ist ja richtig platt. Deine Dasein hat mich an Michael Jackson. Oh. Nicht so abrupt mit mir. Ich dachte, mein Herz würde aufhören zu schlagen. Also, du bist der Detektiv, über den Yamada-san geredet hat. Ich bin nicht wirklich ein Detektiv. Ich helfe nur Kindern, die Probleme haben in der Schule. Und dann haben Leute angefangen, mich Bully-Detektiv zu nennen. Können wir mal ganz kurz anhalten, um zu sagen, dass dieser Typ ein verdammt gruseliges Lächeln hat. Würde mich nicht wundern, wenn er das Monster ist. Nun, was auch immer es ist, ich finde es ziemlich hart, einer Frau zu trauen, die so gebrechlich aussieht. Oh, ich bin eine Frau? Stimmt, die am ersten Bild war ein Frauenbild. Ich bin eine Frau. Wir haben 2024. Wieso wundert mich das nicht? Dann habe ich ihr die ganze Zeit die falsche Stimme gegeben. Punkt, Punkt, Punkt. Wie auch immer. Yamada-san hat mir gesagt, dass du viel mehr über so eine Art Dinge weißt als wir Officer. Habt ihr... Meine Frauenstimme, tut mir leid. Habt ihr irgendwelche Hinweise? Lass uns sehen. Nach dem Freund eines der vermissten Kinder meinte er, dass er eines der Mädchen in einem Online-Chat reden sehen hat. Und dieses Girl ist Mitsuki. Also lass uns zuerst zu ihrem Haus gehen, wenn du uns wirklich mit dem Ganzen helfen willst. Okay, ich folge dir, mein großer Freund. Wir gehen jetzt zu Mitsukis Haus und fragen sie aus. Und ich hoffe, wir finden alle drei... Oh, ich darf im Polizeiwagen mitfahren? Cool. Okay, wohin gehen wir? Oh, okay, der Polizist ist unser Chauffeur. Und wir gehen direkt zu Mitsukis Haus. Fühlt sich gut an, einen privaten Chauffeur zu haben. Vor allen Dingen, wenn es ein Polizeiwagen ist. Wartet. Alter. Mein Chauffeur ist verdammt gruselig. Aber wir sind bei Mitsukis Haus angekommen. Wie klein bin ich bitte sehr, dass die Klingel 2 Köpfe über mir ist? Punkt, Punkt, Punkt. Wer bist du? Was möchtest du von mir? Entschuldigung, alte Dame, das sagst du, die sich gerade durch die verdammte Tür teleportiert hat. Wenn du hier für Mitsuki bist, sie ist nicht da. Also gibt es keinen Grund, hier reinzukommen. Mitsuki ist weg und ich habe keine Zeit, gestört zu werden. Können Sie bitte weggehen? Sie sind nicht meine Polizistin. Wer denken Sie, wer Sie sind? Und sie ist weg. Das war eine gruselige alte Frau. Entschuldigung, mein Kamerad, kannst du mir mal vielleicht so... Weißt du was? Bleib einfach da. Du bist gruselig auf deine Art. Aber irgendwie glaube ich der alten Dame nicht. Sie hat so schnell abgeblockt. Da muss irgendwas nicht stimmen. Gibt es vielleicht irgendwie einen anderen Weg hier rein? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das illegal ist, was ich mache. Aber wisst ihr was? Es geht um vermisste Kinder und dann sollte es mir egal sein.
Dann sollte ich einfach mein Ding durchziehen. Oh, hier ist noch eine Tür. Unser Charakter scheint echt klein zu sein. Wenn die Türknäufe und Klingeln alle auf Kopfhöhe oder höher sind. Was haben wir hier? Ein Hund? Ist der... Hey, Hund. Er atmet noch. Ich denke, er ist einfach nur alt. Okay. Ehrlich gesagt sieht er für mich tot aus. Aber was soll ich schon sagen? Ich bin ja kein Detektiv. Oh, warte. Bin ich doch. Bin eine ganze Runde gelaufen. Aber ich habe ein Problem, wenn sie mich nicht reinlassen möchte. Vielleicht... Wohin würdest du gerne gehen? Alter, mein Freund, du hast auch irgendwas mit deinem Gesicht, was verdammt verstörend ist. Könntest du mit mir kommen? Nun, ich bin nicht gut in so einer Art von Sache. Bitte. Sie möchte nicht mit uns reden, außer es ist die Polizei. Na gut. Ich verstehe. Aber gib mir nicht die Schuld, wenn irgendwas passiert. Keine Sorge, wenn du mit diesem Gesicht dahin kommst, dann öffnet sie sofort... Wahrscheinlich lässt sie die Tür da geschlossen. Okay, ich klingel. Wieso ist die Klingel so laut? Du schon wieder? Oh, es sieht so aus, als würdest du diesmal einen richtigen Officer mitbringen. Wie auch immer, keine Chance, dass ich euch reinlasse. Ja, was soll das jetzt bedeuten? Ey, du Zicke, lass uns rein. Das ist übel. Wir können nichts tun. Lass uns zu Akikos gehen. Okay, weißt du was? Dann... Warte mal, wo wohnt denn Akiko? Ah! Ich bin nicht am gruseligsten der ganzen Geschichte. Wo? Willst du jetzt einfach hier im Wald warten? Okay, dir ist klar, du hast übel geparkt. Aber wenn hier jemand weg möchte, hat er keine Chance. Wo ist denn Akikos Haus? Ist das eine Grabstätte? Das ist irgendwie nicht nice. Und auf der Seite, ich glaube, da sehe ich ein Gebäude. Also wenn du hier wohnst, dann solltest du dich nicht wundern, wenn du irgendwann verschwunden bist. Punkt, Punkt, Punkt. Niemand antwortet. Vielleicht ist irgendjemand hier in der Nähe. Okay, dann schauen wir uns... Boah, ist das hell. Dann schauen wir uns hier erstmal um. Vielleicht finden wir... Kann es sein, dass die Frau Kacker macht? Ich weiß es nicht. Die Dame sieht verwirrt aus. Und ich bin verwirrt, weil die Dame verwirrt ist. Was, Hallo? Jeez, erschreck mich doch nicht so. Ich dachte, ich würde meinen Rücken beanspruchen. Nach was suchst du hier? Es tut mir leid, dass ich sie störe. Mein Name ist Sato. Ich habe gehört, Akiko ist verschwunden. Und ich versuche, Beweise zu sammeln. Kann ich vielleicht innerhalb des Hauses gucken? Oh, oh, ist Akiko okay? In letzter Zeit hat sie ziemlich komisch gewirkt. Jetzt habe ich Angst. Bitte finde Akiko. Ich glaube an dich. Und natürlich, natürlich. Geh so viel in das Haus rein, wie du möchtest. So viel in das Haus rein, wie ich möchte. Okay. Kann ich auch noch heute ins Haus kommen? Ich glaube, dieser Winkel war komplett unnötig. Du hättest auch geradeaus darüber gehen können. Aber okay, du sammelst ein paar Schritte auf deiner Schritte-App. Kann ich... Ich kann die Tür nicht öffnen. Okay. Was auch immer sie tut. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht muss ich durch die Vordertür gehen. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich habe jetzt keine Zeit, um auf die alte Dame zu warten, weil das dauert noch ein bisschen zu lange. Ich möchte nicht erst 2025 in das Haus reingucken können. Wir sind jetzt drinne. In Akikos Haus. Hier ist es so still. Ist abgeschlossen. Vielleicht weiß Oma irgendetwas. Ich höre von da aus den Fernseher. Niemand schließt ein Zimmer an, wenn der Fernseher noch läuft. Das ist komisch. Oma, du wirst verdächtig gerade. Oh. Und das hier ist ziemlich schmutzig. Bei Omis ist es eigentlich relativ selten schmutzig. Es wird verdächtig. Vor allen Dingen Instant-Nudeln. Die sind gerade noch frisch geöffnet. Die restlichen stehen da verpackt. Okay, lass uns lieber weiterschauen. In die zweite. Da können wir nicht hochgehen. Ha? Das ist komisch. Wieso ist nur dieses eine Zimmer hier abgeschlossen? Das ist auch das einzige Zimmer, wo ich wirklich lang gehen kann. Weil weiter geht's in diesem Haus nicht. Sonst haben wir nur noch die Küche. Ich muss zu Oma gehen. Ich muss mit ihr reden über die verschlossene Tür. Sie hat irgendwas zu verheimlichen. Wir gehen raus. Ich will die Kinder finden. Ich weiß nicht mal, woher du gerade kommst. Oma, läufst du jetzt noch... Ja, du läufst noch Kreise. Mach deine Schritte. Jeez, erschreck mich doch nicht so. Ich dachte, ich würde meinen Rücken strecken. Was? Ich hab dich vorher schon mal gesehen? Ist das so? Ich denke, es ist einfach hart, sich an dein Gesicht zu erinnern. Oh, by the way, Akikos Raum ist abgeschlossen. Weißt du, wo die Schlüssel sind, Oma? Woher soll ich das wissen? Lass mich sehen. Ich denke, ich sah etwas, was aussieht wie ein Schlüssel hier irgendwo. Aber ich weiß nicht mehr genau, wo. Was heißt hier irgendwo? Du meinst nicht im Garten, oder? Oma, ich tritt dir gleich in den Popo. Du meinst nicht im... Ist abgeschlossen. Ich soll jetzt einen verdammten Schlüssel suchen. Das ist harter Ar- Okay, doch nicht. Cooles Plakat. Hier, Oma. Ich weiß nicht, was der Schlüssel da hinten zu suchen hat. Aber ich will sagen, das macht dich verdächtig. Weil ich denke nicht, dass Akiko den Schlüssel da hinten hingetan hat. Das muss jemand sein, der versucht, Beweise zu verstecken. Und da du wusstest, dass er irgendwo da ist, bist du verdächtig, Oma. Ja?
Außerdem sieht das im Garten aus wie ein Grab. Es ist abgeschlossen. Vielleicht weiß Oma etwas, aber wir haben doch den Schlüssel. Badaba! Alles cool. Hat sie den Fernseher noch irgendwo laufen? Ich höre es doch so laut. Was ist das? Ein weiterer Schlüssel? Oh nein! Das war kein Fernseher, das war so ein Rekorderding. Wer lässt sowas laufen? Und ein Koffer. Da ist ein übles Graffiti auf dem Schulranzen. Wie können sie nur? Oh, das heißt, sie wurde vielleicht gemobbt. Was ist das für ein Sound? Yo? Woher kommt dieser Sound? Nicht aus dem Haus, oder? Das. Was? Yo? Wo gab's denn hier überhaupt ein Telefon? Ich hab... Oh, hier gibt's ein Telefon. Hallo? Kann ich fragen, wer anruft? Auch wenn es nur leicht ist, ich kann jemanden singen hören. Punkt, Punkt, Punkt. Hallo? Was ist hier passiert? Wieso ist es so dunkel geworden? Ich hab doch gerade irgendwas gehört. Es ist wirklich verdammt dunkel. Ich hab Angst. Yo? Ich sollte am besten raus aus dem Haus, oder? Ist das die Tür? Ja. Raus. Komm, raus. Wir haben ja einen Schlüssel bekommen. Der ist wahrscheinlich für den Gartenschuppen. Der ja noch... Okay, der Polizist ist noch da. Alles gut. Der ja noch abgeschlossen war. Lass mich das Ganze... Oma, lauf deine Kreise. Ich könnte... Kann es sein, dass du deine Tochter hier vergraben hast? Oder deine Enkelin, besser gesagt? I don't know. Wir werden es rausfinden. Es ist abgeschlossen. Dann brauchen wir den Key. Komm, machen wir den auf. Eine Sense. Und was ist das hier? Ist das ein Ohrring oder ein Glücksbringer? Ich weiß es nicht, aber wir haben kein anderes Beweisstück. Das ist das Einzige, was wir... Oma? Stopp, stopp, stopp. So schnell bist du nicht. So schnell ist die Oma nicht. Die war total langweilig. Ich werde langsam. Das macht keinen Sinn. Wohin würdest du gehen? Weißt du was? Wir gehen jetzt zu Mitsukis Haus. Da waren wir ja vorher. Aber bringt uns das irgendwas? Oh mein Gott. Wow. Kann ich das Ding in die Hand nehmen? Vielleicht zeige ich es der Dame. Vielleicht bringt mir das... Oh! Wo hast du das gefunden? Ach, das hier ist Mitsukis Haus und das andere war das Haus der Oma. Das hier gehört Mitsuki. Ich denke, ich habe keine andere Wahl. Wenn es für Mitsuki ist... Kann ich reingehen? Oh, sie lässt mich jetzt ins Haus rein. Dankeschön, dass du mir hilfst, deine Tochter zu finden, du Hexe. Komm, okay. Das ist ein schönes Haus. Na, du bist gruselig. Ich gehe einfach mal weiter, weißt du was? Soll ich mit dir reden? Ich weiß es nicht. Mitsuki! Mitsuki! Okay. Können wir die Treppe diesmal nach oben gehen? Ja, das können wir. Aber erstmal schauen wir uns hier unten rum. Was ein schönes Herzkissen. Das ist wahrscheinlich... Kein Horror, kein Spiel. Was? Das ist wahrscheinlich Mitsukis Zimmer. Es sieht so aus, als würde ich ein Passwort brauchen, um auf den PC zuzugreifen. Und was haben wir hier? Es sieht so aus, als hätte Mitsuki einen Freund gehabt. Sie sehen sehr glücklich aus. Der Name des Freundes ist Tsuchihiro. Okay, sehr... Jo? Was? Jo, wer heult da? Ah, da oben. Hä? Was soll das mit diesen ganzen komischen Kassettenrekordern, die überall rumstehen? Das ist komisch. Sehr, sehr komisch. Bitte, trenn dich von mir. Ich bereue es, Seichihiro-kun gedatet zu haben. Es ist peinlich, es allen zu sagen. Seichihiro-kun hat nicht das Geld und auch nicht das Gehirn. Du kannst keinen Sport machen, richtig? Ich brauche dich nicht in meinem Leben. Meine Mom sagte, ich sollte mit dir... Schluss machen. Mitsuki. Aber wieso liegt der Brief hier oben und nicht in ihrem Zimmer? Es hört sich eher so an, als würde die Mutter den Brief geschrieben haben. Weil Mitsuki hat in ihrem Zimmer noch ein Bild mit ihrem Freund mit einem Herz außenrum. Ich glaube eher, die Mutter möchte nicht die Beziehung. Du Hexe, hast mich ein zweites Mal erschreckt. Warum bist du in meinem Zimmer? Wann habe ich dir gesagt, du darfst in mein Zimmer gehen? Wie auch immer. Komm und denk darüber nach. Mitsuki hat sich mit ihren Freunden vor kurzem getroffen. Ich denke, das letzte Mal, dass sie draußen war, war sie bei Kanaios Haus. Warum gehst du nicht einfach dorthin? Weißt du was, Hexe, das tue ich sogar. Ich kann dich einfach gar nicht leiden. Null, null, null. Bleib in deinem Zimmer. Verbitterte Hexe. Mann. Ich mache hier noch alles zu und weißt du was? Wir gehen jetzt direkt in Kanadeos Haus. Falls ich den Namen richtig ausspreche. Okay, gruseliger Polizist. Bring mich dorthin. Bitte. Oh, verdammt. Das wird immer schlimmer. Was ist denn das für einer? Der sieht aus wie ein Insektenzüchter bei Pokémon. Hallo? Hey, ja. Hey. Was geht ab? Ich ziehe nur Unkraut. Dieser Ort ist so unordentlich. Aber das ist nicht mal mein Zuhause. Aber wer bist du dann? Ich bin einfach nur ein zufälliger Typ, der angestellt wurde von dem Typen, der hier wohnt. Ich kriege immer wieder Beschwerden rein. Ich arbeite zu langsam, sagen sie. Warum tust du es dann nicht einfach? Sie bezahlen mich gut. Wie viel? 100 Yen in der Stunde. Wie auch immer. Ich möchte meinen Job schnell tun. Ich habe etwas für dich, wenn du mir etwas bringst.
das mein Leben einfacher macht. Okay, wie wär's mit der Schere? Wir müssen irgendwas finden, was ihm die Arbeit erleichtert. Was könnte ihm die Arbeit erleichtern? Oh Gott, wir können direkt ins Haus reingehen? Nein. Wrong house. Okay, weißt du was? Aber trotzdem sind wir jetzt schon mal hier angekommen. Das heißt, ich schau mir das mal... Ich schaue mir das doch nicht an, aber ich wollte. Dann ist das hier das richtige Haus. Vielleicht finde ich hier etwas, was ihm die Arbeit erleichtert. Okay, da komme ich schon mal nicht rein. Das ist schön. Wir laufen direkt in den Garten. Da komme ich auch nicht weiter. Aber wir haben zumindest jetzt alles angeguckt hier. Falsches Haus. Was? Immer noch das falsche Haus? Welches Haus? Ist es da? Nicht da. Ich soll hier nicht geradeaus. Doch, ich soll hier geradeaus hochgehen. Ha? Das ist komisch. Wo bin ich hier? Oh, hier ist noch eine weitere Treppe. Wer wohnt denn hier? Das ist ja voll kompliziert, erstmal hier hinzukommen. Aber das muss das richtige Haus sein. Niemand ist zu Hause. Ja, du hast den Leuten auch keine Zeit gegeben, um zu kommen. Wenn du klopfst, dann wartest du normalerweise 30 Sekunden. Aber alles cool. Alles tutti. Können ja nicht alle von uns so schlau sein wie Snily. Hier vielleicht irgendwie etwas? Irgendwas, was mir helfen könnte? Oh Gott, ist das gruselig. Also ich werde hier nicht reingelassen. Das ist halt doof, ne? Und so lange kann ich hier auch irgendwie nichts tun. Ich würde gerne dem alten Mann was bringen. Allerdings was? Was könnte ihm... Ha? Wer bist denn du? Hey, was wollt ihr? Kanage ist verschwunden. Wissen Sie vielleicht etwas darüber? Ich habe auch Probleme damit. Ich habe keinen Plan. Vielleicht finden Sie etwas im Haus. Bitte, kommen Sie und sehen Sie sich's an. Oh mein Gott, du bist... Nehmt euch mal ein Beispiel an diesen Typen. Der versucht wenigstens noch jemanden zu finden und jemanden zu retten. Der kooperiert, auch wenn er ziemlich komische, schlachsige Arme hat. Als ob es, das sieht aus, als hätte er keine Gelenke da drin. Irgendwie sind alle Charaktere so gruselig hier. Aber ist cool. Solange du mich reinbringst, bin ich cool damit. Ich hau dir sogar auf den Popo. Oh, verdammt. Ihr habt es nicht so mit Türen gehen. Ihr teleportiert euch einfach durch. Hallo? Da macht jemand das Licht an. Oh? Oder? Das... Was ist das? Das war ein Mein Freund, du triffst nicht mal deinen Mund. Sag mir Bescheid, wenn du irgendwas brauchst. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Zeitungsartikel 2. Es war Selbstmord, sagte die Single-Mutter. Eine Polizeiuntersuchung hat ergeben, dass der Grund für den Tod von Takumi Sato 12, gefunden in Nagoya City, am 14. September Selbstmord war. Die Frau, die hart als Single-Mutter gearbeitet hat, wischte sich die Tränen weg. Okay, das hört sich echt traurig an. Können wir das mal aus... Alter, diese Radios überall, ne? Und die machen komische Sounds. Oh, warte mal, was sind das Snacks? Oh, warte mal, kann ich dem alten Mann Snacks geben? Vielleicht hat er da echt Bock drauf. Und dann kann er mir etwas geben. Das ist doch ein Deal, oder? Also von all den Sachen, die ich mitnehme, wieso nehme ich Snacks mit? Was ist hier? Es ist abgeschlossen. Wir brauchen einen Schlüssel. Wir brauchen einen Schlüssel, um das Ding zu öffnen. Da kann uns mir der Vater vielleicht nochmal helfen. Auf der anderen Seite ist es auch abgeschlossen, aber dahinter fragt mein Charakter nicht mal. Das hier ist der Ausgang. Wir wollen nicht rausgehen. Ich möchte erstmal sehen, ob der mir irgendwas mit sagen kann da oben. Kanakis Schreibtisch will nicht öffnen. Haben Sie einen Schlüssel dafür? Nein, habe ich nicht. Na gut. Ich erinnere mich, Kanai hat immer Dinge hinter den Möbeln versteckt, als sie klein war. Aber das war, als sie ein Kind war. Hinter den Möbeln, hinter den Möbeln. Ja, das hilft mir trotzdem weiter, meine Fresse. Zur Not breche ich das Ding auch einfach auf. Ey, guck mich nicht so an. Trink dein komisches Getränk. Oh, hier ist der Schlüssel. Hä? Wieso geht das? Wo ist der Mann hin? Das Radio ist wieder an. Was zur... Oh! Okay, Bier umsonst. Ich gebe das Bier dem alten Mann. Das wird ihn freuen. Aber erstmal guck. Hä? Jo, was zur? Was sagt der? Das weiß ich doch nicht. Die Frage ist, wieso ist sein Gesicht in der Wand? Okay, ich möchte schnell aus diesem Haus raus, weil ich denke, der Typ hat einen Klaps. Okay, wir brauchen den Schlüssel. Boom. 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 Wenn sie wieder streiten, sie schreien sich an und ich kann nicht schlafen. Dad war sauer darüber, was Mom zum Essen gemacht hat. Ich fand, es schmeckte gut. Schon wieder. Ich werde wirklich müde. Dad wurde sauer, weil Mama online eine Tasche gekauft hat. Warum kann sie sich selbst nicht mal belohnen? Mama war heute die Laute. Dad trinkt in letzter Zeit viel und verschwendet Geld in was auch immer. Dad macht ein paar Entschuldigungen darüber, dass es nicht keinen Spaß macht, wieder zurückzukommen. Nach Hause. Und wie das Essen schmeckt. Was geht hier vor sich? Heute ist mein Geburtstag und keiner meiner Eltern hat sich daran erinnert. Nicht ein einziges Wort. Sie streiten sich eh nur. Ich werde krank davon. Was mich dabei noch so krank macht, ist, dass sie sauer werden. Wegen meinen schlechten Noten. Auch wenn es bergab geht. Ich kann es immer noch schaffen. Ich bin nur leicht unterm Durchschnitt. Alles, was sie wollen, ist ein Grund, um zu streiten und sich zu beschweren. Werden sie niemals müde davon, sich zu streiten? Es fühlt sich so an, als hätte ich kein Zuhause. Ich habe angefangen, mich selbst in meinen Raum einzusperren. Jedes Mal, wenn irgendjemand von denen nach Hause kommt. Ich möchte ihre Stimmen nicht mehr hören. Jede Nacht. Ich wünschte, mein Leben wäre ein bisschen glücklicher.
Nur ein bisschen wäre okay. Der Streit heute war etwas anderes. Ich habe etwas überhört, was ich nicht tun sollte. Sie sagten, sie würden nicht zusammen leben, wäre ich nicht geboren. Und sie sagten dazu noch, dass ich geboren wurde, bevor sie verheiratet waren. Ich bin mir sicher, das haben sie gesagt. Wieso haben sie nie darüber mit mir geredet? Ich fühle mich ungewollt. So als sollte ich nicht existieren. Es fühlt sich nicht richtig an, in dieser Welt zu sein. Ich möchte meinen Schlüssel hinter Möbeln verstecken. Aber letztes Mal habe ich ihn in meinem Kissen versteckt. Nur damit ich es nicht vergesse, schreibe ich es hier nieder. Mitsuki sagte, ich soll es dem Hund überlassen, Sachen zu verstecken. Aber wie kann ich einem Hund vertrauen? Ja, das ist ehrlich gesagt gut, weil Hunde verstecken ihre Sachen irgendwo und man findet sie selbst nicht mehr wieder. Oh, verdammt, ich habe das einfach aufgeschnitten. Aber wofür ist dieser Schlüssel? Vielleicht... Nee, nicht hierfür. Boxkey heißt das. Boxkey. Wofür brauche ich einen Boxkey? Ehrlich gesagt denke ich, wir haben alles in diesem Haus getan. Die Tür ist abgeschlossen. Und ich gucke aber gleich im Wohnzimmer. Stehst du... Oh, du stehst immer noch da. Im Wohnzimmer nochmal, ob es hier irgendwie sowas gab wie eine Box, aber an sich nein. Wir haben jetzt einfach diesen Schlüssel. Und das ist fein. Jetzt haben wir hier alles Mögliche gefunden, ne? Denke ich mal. Plus wir haben ein Bier für den alten Mann. Ich denke, der trinkt gerne Bier. Ich denke, das wird sein Getränk sein. Das, was seine Arbeit leichter macht. Ein bisschen Alkohol. Traurig an sich. Aber auch verständlich hin und wieder. Solange es in Maßen ist, ne, mein Freund? Solange es in Maßen ist. Das brauchst du. Keine Süßigkeiten. Hey! Er will das Bier nicht. Was will er dann? Vielleicht die Snacks? Nein, auch nicht. Der Schlüssel? Nein, auch nicht. Was will er haben? Ha? Lass uns zur Polizeistation fahren. Mein persönlicher Chauffeur. Komischer Sound. Sind Sie okay? Nicht wirklich. Was ist passiert? Ich bin einfach nur sehr müde. Ich bin so müde, ich möchte dich nicht mehr angucken. Das Ding ist, ich habe vergessen, ein bisschen Boost zu kaufen. Die Läden hier schließen ziemlich früh. Also wenn Sie und Ihre Polizeifreunde möchten, dass ich gehe, bitte bringen Sie mir ein kaltes. Danke. Warte mal, du willst das Bier? Okay. Oh Lord, Halleluja. Du bist mein Held. Hier, bitte nimm das. Ich bin sicher, das ist das, wonach du suchst. Danke dir so... Wer bist du? Entschuldigung, Sir, 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 Sir. Er hat mir irgendwas gegeben. Was ist das? Ein blaues Windmühlenspielzeug? Wofür brauchen wir denn das? Ein blaues Windmühlenspielzeug? Damit soll ich doch auf jeden Fall irgendwo hingehen. Ich gehe mal zu Kananes Haus und versuche das dem alten Mann zu geben. Aber inwiefern soll das sein Leben leichter machen? Ansonsten, wo soll denn das Windmühlenspielzeug sonst hin? Oh, warte mal, er hat auch eine Windmühle in seiner Hintertasche. Aber anscheinend, nein, es geht nicht. Aber er hat auch eine Windmühle. Was hat das zu bedeuten? Wir müssen alle Häuser abklappern. Aber was soll ich tun? Ich habe kein Passwort. Hä? Was ist das für eine Box? Box of Masks? War die vorher auch da? Ich weiß es nicht, ich habe die nicht gesehen. Okay, dann gehen wir nochmal zu Aikikos Haus, klappern das hier ab. Was? Warte mal, das hier war das Haus mit der Großmutter im Garten, wenn das hier die Küche ist. Ja, genau. Mit der Großmutter, die einfach verschwunden ist. Was? Oh, ich habe dich nicht gesehen. Ach, das ist die eine Freundin. Was ist los? Punkt, Punkt, Punkt. Weißt du, wo deine Mutter und dein Vater ist? Sie. Hm? Sie sind... Nicht. Wann werden sie zurückkommen? Punkt, Punkt, Punkt. Was ist das in deiner Hand? Dog. Hund. Was? Hundefutter? Warum hast du so etwas? Hey, warum kommst du nicht erstmal runter? Vielleicht möchte sie nicht mehr mit mir reden. Aber so viel Angst hat sie doch gar nicht. Sie ist nur irgendwie lebenslos. Lebenslos? Warte mal, mach erstmal das Radio aus. Das nervt mich. Lebenslos. Oh, warte, ich hab Snacks. Ich brauche das Hundefutter, was du hältst. Wenn du es magst, würde ich sie gegen ein paar Snacks tauschen. Das funktioniert? Okay. Danke. Punkt, Punkt. Hey. By the way, ich habe deine Oma nicht mehr gesehen. Die Oma, die einfach verschwunden ist. Weißt du, wo sie ist? Wir haben keine Oma. Wir haben keine Oma. Was? Yo? Was soll... Wie, ihr habt keine Oma? Mit wem habe ich dann geredet? Und wo sind die verschwundenen Kinder? Ich will es jetzt langsam mal wissen. Heißt das, die Oma war vielleicht vergraben hier hinten? Und das war ihr Geist? Ach du Kacke. Okay, das ist creepy. Wir müssen jetzt zu Mitsukis Haus. Es ist schwer mit den Namen, aber ich glaube, neben der bösen Mutter war hier auch der Hund im Garten, der so doof rumlag. Und jetzt, wo wir Hundefutter haben, statten wir dem kleinen Hund auf jeden Fall mal Besuch ab. Obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass er tot ist. Der ist tot. Hundefutter. Oh, nein, nein, nein. Da, Hundefutter. Nimm es. Du bist nicht tot. Du lebst, mein Freund. Ja, wer ist ein guter... Du bist nicht mal dankbar? Wohin gehst du? Willst du mir irgendwas zeigen? Oh, warte mal.
Das eine Mädchen hat ja geschrieben in ihrem Tagebuch, dass sie dem Hund vertrauen soll, wenn es um Dinge verstecken geht. Willst du mir sagen, der Hund zeigt mir jetzt... Was ist das? Danke für das Essen. Was habe ich denn hier? Ich kann es nicht öffnen ohne einen Schlüssel. Der Boxkey. Der Boxkey, der im Kissen war. Was haben wir hier drin? Was ist das? Computerpasswort. Ja, das ist gut. Ich danke dir, Hund. Du warst hilfreich. Und wo war das? Wo war der Computer? Der Computer war bei... Und der Computer war direkt hier bei Mitsuki im Haus. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich freue mich so. Mitsuki. Wieso sieht das Schild so hässlich aus? Okay, lass mich an den PC gehen. Es sieht so aus, als würde ich ein Passwort brauchen. Das habe ich jetzt, ja. Okay, ich gucke mir erstmal den Chat an. In einer komischen Chatbox steht... Mitsuki, vergess nicht, es mitzunehmen. Akiko, ich weiß. Kaname, dieser Park, richtig? Akiko, seid nicht zu spät. Was? Im Park wolltet ihr euch alle drei treffen und jetzt seid ihr alle verschwunden. Wir gucken uns nochmal die E-Mails an. Die E-Mail sagt... Mitsuki, ich habe gehört, dass du mit deinem Freund Schluss gemacht hast. Bist du okay? Ich erinnere mich, wie du gesagt hast, wie sehr du ihn liebst. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Rede mit mir jederzeit. Es wird mich freuen, dir zu helfen. Okay, ich weiß aber nicht, von wem die E-Mail kam, aber in was für einen Park sollen wir gehen? Wir finden das alles raus. Wir machen das. Park! Wir können jetzt in den Park fahren. Neue Location. Sehr nice. Oh, verdammt, okay. Doch nicht so nice. Und, oh Gott, ist das gruselig. Das ist wirklich sehr, sehr gruselig. Hier hinten haben wir wieder so einen komischen Automaten, ne? Wer ist das? Wieso kommt er da rein? Okay, Entschuldigung? Soll ich mit ihr reden? Was passiert? Sie läuft von mir weg und sie läuft hinter mir her. Das ist voll weird. Das ist ja voll weird. Aber gut zu wissen, ne? Dass sie nicht an mich rankommen kann, anscheinend. Aber wohin soll ich laufen? Und wieso heult sie? Ist es vielleicht einfach nur eine Okay, es ist komisch. Jetzt geht sie weg. Warte mal, ich folge ihr, ich folge, ich folge ihr. Wohin geht sie? Sie möchte weg von mir? Nein, nein, nein. Was, da oben ist... Okay, 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 okay. Das ist gruselig. Wir haben jetzt schon zwei Leute gesehen, zwei Schatten. Was soll das hier bedeuten? Eine Schaukel. Mit drei Schaukeln. Ich gehe hier nach oben weiter. Das ist irgendwie zu gruselig. Yo, alright. Wieso trifft man sich in so einem Park? Überall würde ich mich treffen, aber nicht in so einem Park. Das ist ja voll creepy. Wohin komme ich hier? Hier ist Wasser. Ha? Das ist voll komisch. Und eine Brücke. Was macht man in diesem Park? Von all den Orten würde ich mich niemals hier treffen. Nie, niemals. Überall, aber nicht hier. Wieso ist die Brücke so lang? Ein bisschen zu lang. Oh nein, ich will das nicht. Oh Gott. Komm schon. Da ist eine Person. Jetzt habe ich genau drei Geister gesehen. Okay, verdammt. Was sollte das? Was geht hier vor sich? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Die Brücke hat einfach ein Ende. Die ist doch viel zu lang. Hat die überhaupt ein Ende? Wir haben genau... Ist da noch eine Person? Nein, ist da nicht. Hier hört es einfach... Oha. Da waren die drei. Unter Wasser. Ich bin ohnmächtig geworden und bin reingefallen. Zum Glück ist Funahashi, der Polizist, rübergekommen und hat mich gerettet vom Ertrinken. Ich konnte Takumi nicht retten. Und heute konnte ich niemanden mehr retten. Nicht einen von ihnen. Was tue ich? Für eine ganze Woche habe ich mich selbst eingesperrt und wollte nichts tun. Warum sollten sie so etwas tun? Ich weiß, es muss einen Grund für den Selbstmord geben. Es füllt mein Herz. Als Takumi sein Leben genommen hat, wollte ich weg von der Realität. Jemanden zu verlieren, der so nah an mir dran war. Tief in mir drinne wünschte ich, es wäre jemand anderen passiert. Das Ganze war zu groß, um es in eigene Hände zu nehmen. Deswegen wollte ich diesmal helfen. Ich kann dasselbe nicht wiederholen. Ich konnte sie einfach nicht retten. Die Emotionen, die ich seit Takumis Tod in mir trug und verschlossen habe, kamen wieder auf. Takumi hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Der Tod ist traurig. Aber der Tod bringt uns voran. Ich werde mich nicht besiegen lassen. Nun trage ich das Gewicht von drei weiteren Menschen auf mir. Dieser Tod kann nicht umsonst gewesen sein. Niemals. Ich werde ihre Tode nicht verschwenden. Ich muss aufstehen. Das ist die einzigste Option, die ich habe.
Okay, so langsam verstehe ich das Spiel, aber noch nicht so ganz. Ich weiß nicht, was für ein dunkler Geist uns geschubst hat, aber anscheinend haben die Mädchen sich ja selbst umgebracht und die Gründe wurden jetzt im Spiel beschrieben. Da war das Mädchen, was bei der Oma gelebt hat. Das hatte böse Dinge auf dem Schulranzen stehen, das heißt, sie wurde gemobbt in der Schule. Dann gab es das Mädchen, was bei ihrer Mutter gelebt hat. Die Mutter hat mit ihrem Freund Schluss gemacht, für sie, den sie so sehr geliebt hat. Und dann gab es das Mädel, dessen Vater Alkoholiker war, dessen Eltern sich die ganze Zeit gestritten haben, dessen Eltern sagten, dass alles besser wäre, wäre sie gar nicht da gewesen. Und das erzählt so ziemlich die Geschichte. Was das mit den Geistern auf sich hatte, kann ich noch nicht wirklich in meinem Kopf zusammenfassen. Vielleicht hat jemand von euch eine Ahnung. Und unsere Detektivin, die schon mal jemand Naheliegendes verloren hat, und zwar Takumi, macht sich jetzt auch schwere Gedanken, weil es immer wieder passiert. Aber sie gibt nicht auf bis zum Ende. Also eigentlich recht schön, dass sie nicht aufgibt und sich davon nicht besiegen lässt. Was haltet ihr von dem Spiel? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye. I'll see you across the room, X marked on the spot. Everybody trying to zoom, zoom. This is casual, another night with the wolves. But I should be dealing with them. She's a damn professional.